starten ins Wochenende mit dem aktuellen Bericht. Schönen guten Abend. In der Corona-Krise geistern immer wieder Fake News und Gerüchte rum. Eins davon, in den Kliniken würden positiv und negativ Getestete zusammen untergebracht werden. Wir sind dem nachgegangen. Die Abschlussprüfungen an den Schulen werden verschoben. Manche Schülerinnen und Schüler machen sich Sorgen wegen des Abiturs. Und wir besuchen die Open-Air-Ausstellung des Fotoclubs Tele Freisen und haben Tipps für ein gelungenes Foto. Und wir starten mit dem Blick auf die Zahlen.